Servusen, Kabusen und herzlichen Glückwunsch in der nächsten Folge von Warcry. Ich habe noch mehr Infos für dich. Lass mal hören. Die Soldados bespitzeln die Kakaobauern in Fernando von einer Station auf einem der kleineren Plateaus in El Ester aus. So versuchen sie, potenzielle Verräter zu finden. Pass gut auf, was du dort am Telefon sagst. Hey, danke. Okay. Muchas gracias, Señora. Ah, noch eine Basis. Die Fragbasis. Ne, komme ich nicht raus, ne? Könnte auch die Tür benutzen. Wollen wir mal nicht so sein. Okay, ich muss dahin. Ich höre aber ein Fahrzeug. Kann ich hier nix? Oh. Ein Kickerl gibt's da auch noch. Ah ja, gut, da können wir ja von da weiter dann nach da, wenn es funktioniert. Oh, hier so Idee. Ach, ich glaube, im Auto komme ich hier auch nicht. War hier die große Rutschpartie. Danke für das Gefährt, für das Pferd, meine ich. Voll umsonst. Sei brav, Pferdchen. Da ist ein Fluss. Los. Traust du dich im Fluss? Warum eigentlich nicht? Jetzt komm. Nee, es geht nicht durch. Aber es steht im Wasser. Es ist halt ein Pferd, das nicht gern baden geht. Ja, 160 Meter ist auch nicht so schlimm, da gehen wir einfach weiter. El Patron, El Patron. Ups. Oh, wir haben wieder guten Muni. Passt ja. Na, du Kartoffelbauer. Ich bin es leid, alle Bauern hier ständig überzeugen zu müssen, Libertad zu helfen. Was macht die Guerilla schon für uns, außer unser Leben in Gefahr zu bringen? Ihr sagt zwar immer, wir kämpfen für die Menschen, aber ihr wisst nicht mal, wer diese Menschen sind, oder? Heute ist der Tag, an dem Libertad sich bei mir und meinen Bauern revanchieren wird. Denn sonst werden wir euch Heuchler nicht mehr helfen. Verstanden? Verstanden. Statte den Höfen Arese, Duarte und Hinojosa und der Casa Rivera einen Besuch ab. Mach ich. Hilf ihnen bei allem, wobei sie Hilfe brauchen. Mach ich. Lass sie wissen, dass sie nicht vergessen wurden. Mach ich. Ich lasse sie wissen. Mit deiner schönen goldenen Kette. T. Wie heißt du? Du heißt doch Petra. Achso, Tocca. Ich steht für Tocca. Ja, wenn meine Bauern glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und wir werden Libertad weiterhin helfen. Ich bin doch gar nicht Traktor gefahren, gell? Trecker fahren. Yeah, Mann. Okay, zuerst zu dem. Eine schnellste Gefährt aus. Sogar geschwommen für dich. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Bursch? Irgendwo da muss er sein. Da ist er ja. Da hey, ist sie ja. Rede mit mir. Rede mit dir. Ich habe einen Schrittmacher. Und diese Elektrizität. Was war das? Was war was? Rede mit mir. Ah, dämliche Kuh. Wo war ich? Ich habe einen Schrittmacher. Und diese Elektrizität ist zu gefährlich für mich. Kannst du diese Kabel lösen? Schi, ich helfe dir. Wenn du mir dabei hilfst, helfe ich, Libertad. Ich
Natürlich helfe ich dir, die Kabel zu lösen. Aber vorher beklaue ich dich. Perfekt. Hoppala. Aber ich hab doch zugedreht. Schnucki irgendwas? Irgendwas muss man anders machen. Oder habe ich es dadurch aufgedreht? Wie soll ich denn diese... Ach. Hola, Dani. Ja, ja. Ah, shit. Komme ich denn darüber, Mann? Ja, ich bin ja dabei. Was sagst du jetzt? Gute Arbeit, Libertad. Gracias, gracias. Das bedeutet mir sehr viel. Gut, jetzt muss ich mal hier näher ran. Der ist ja auch am Fluss, gell? Kann ich ja hier. Ich glaube, ich fahre. Geht der Fluss? Hier. Doch, der geht. Señora Toca, ich habe Señora Rivera mit der Elektrik geholfen. Señora ist sie jetzt Rivera. Zufrieden? Scheint so. Wollte sie, dass du noch mehr für sie tust? Nein. Sie hat mir einfach ständig gedankt. Klingt nach ihr. So. Okay, man sieht halt was. Der Drucker da war. Ich habe Señora Rivera ihr Boot geklaut. Das ist nicht so schlimm, oder? Das knattert aber schön. Sieht halt echt schlecht. Das Ufer kommt. Zu dem Burschen hier. Das ist Wahnsinn, das dürfen die nicht. Por favor, nicht, nicht zu alle. So. Gracias, sagt man. Wieder Zugang, Gickerl. Schlüssel habe ich schon mal. Oder sollte ich es doch nicht tun? Da haben wir das Kickerl. Señora Toca, ich habe den Leuten auf der Finca Arese geholfen. Sie sind glücklicher in dem Wissen, dass ihr Hahn einen neuen Besitzer bekommt. Was, das was? Das hat sie so gestört? Einige Leute haben so winzige Probleme und denken trotzdem, das Ende der Welt naht. So ist das wohl. Ich habe mir nur das Kickerl genommen und schnell angeholt. So ist das wohl. Natürlich nicht schlecht. Ich nehme noch deinen Müll. Brauchst du ja nicht hier. Handtasche habe ich dir auch geklaut. Ein bisschen Medizin braucht ihr ja auch nicht, gell? Nee. Für was auch. Ihr habt ja so wie. Hier ist auch noch was.
Was hat er denn hier? Ui, ist das eine Kaffeebohne? Sieht so aus, gell? Na, meine Sporttasche kralle ich mir auch. Ja, und dann? Dann nehme ich mir noch deinen Schritt. Und da draußen ist auch noch was. Das nehme ich mir auch noch, weil geschieht ja nur was sinnlos rum hier. Zack, dein Metall. So. Ups. Oh, da sind zwei Ausrufezeichen. Gott segne Libertad. Gott segne Libertad. Das hört man gerne. Ist dann der andere da? So, ihr seid frei. Frei wie der Vogel im Wind. So, dann haben wir die noch. Da kann ich eigentlich auch mit dem Schiff hin tuckern. Im Auto wäre es zu kompliziert. Brauche ich nur noch ein Boot. Na. Da war nämlich gerade ein Krokofoko. Ich hab's gesehen. Schauen. Hier werde ich aussteigen oder so. Ja, na, na, ja. Oder geht es hier nicht? Ich weiß noch, warum da ein Anleger war. Sorgen. Oh, schau mal, was hier rumliegt. Benzin, Eisen, Metall. Oh Gott, steh mir bei. Hör dich nicht. Kann man den hier machen? Ich kann es. No. Was? No. Kann aber nicht wahr sein. So, hier ist der Bauer. Ich sollte Signora Toca anrufen. Signora Toca, ich habe schlechte Nachrichten wegen der Finca Hinojosa. Die Soldados haben dort Menschen hingerichtet. Ein älteres Paar und zwei Guerilleros. Wahrscheinlich ihre Söhne. Verdammt. Die Jungs haben immer damit angegeben, Guerilleros zu sein. Sie haben die Aufmerksamkeit auf ihre Eltern gezogen und... Naja... Was kann ich tun? Nichts. Ich schicke jemanden hin. Die erste Familie, die exekutiert wurde. Das ist die traurige Wahrheit. Oh nein. Oh nein. Ich bin verbuggt. Ach, komm, na bitte nicht. Schau mal, er läuft. Kann ich nicht irgendwie hier raus?
doch noch geschafft. Aber hier ist doch eine Kiste. In der Hütte wahrscheinlich. Wie komme ich denn rein in die Hütte? Okay, hier war ich dann zu spät sozusagen. Wie kommt man denn da rein? Okay. Na, dann haben wir hier eine Kiste. Mit Schüchchen. Und hier in der Ecke ist auch noch eine Tasche. So gut, dann haben wir den letzten Bauern hier. Und der ist auf der anderen Seite des Flusses, gell? Jep. Wo ist unser Boot nochmal? So! Alter, voll daneben. Mal kurz schauen. Da muss ich ja wieder so... Vamos. Ich wollte eigentlich im Boot fahren. Ganz ruhig. Wo war denn unser Boot nochmal? Ach, los. Dann nehmen wir halt den Umweg und fährt. Ja! Müssen wir halt über die Brücke, aber mein Gott, was soll's, oder? Dauert ja nicht so lange. Langsam. Was willst du mir sagen? Was? Spinnt die? Warum hat die jetzt geballert auf mich? Ich hatte doch die Waffen weg. Naja, was soll's. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Los! Hetzt dich nur. Boah. Ja, bei dir bin ich ja noch pünktlich gekommen, hä? Ich wusste, dass jemand kommen würde. Ja, ich tu die Waffe weg hier. Guck mal hier. Und jetzt bitte. Dieser Hurensohn hat das Feldlazarett von Libertad gefunden, das ich in meinem Haus verberge. Hat er es melden können? Nein, ich glaube nicht. Brauchst du sonst noch etwas? Ich? Nein. Ich habe Medizin, wenn du etwas brauchst. Du hast mein Leben gerettet und wie ich Petra schon sagte, ich helfe der Guerilla so lange, wie ihr Soldados tötet. Jetzt muss ich nur diese Leiche loswerden. Kein Problem. Ich schmeiße einen Señora Toca, okay. Ich habe Señor Duarte gerettet und einen neugierigen Soldado erledigt, der ihn belästigt hat. Haben Sie das Feldspital gefunden? Nein. Sehr gut. Wenn die Soldados es finden, werden sie uns alle standrechtlich erschießen lassen. Ich werde versuchen, sie zuerst zu erledigen. Ja, ja. Dieses Gerede höre ich von allen Ich brauche Informationen über die Bürogebäude von Jana in Capa Mirador. Wie viele Jarada sind da? Jetzt, wo die anderen Dinge erledigt sind, brauche ich selbst noch Hilfe. Aber es dauert nur 10 Minuten. Hier ist das Feldlazarett. Natürlich, Señora Toca. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Du. Ich verschicke noch eine Nachricht, aber ich werde... interessieren mich den Brief irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, die meisten, die da zuschauen, die wollen das nicht schon gelesen haben. Komm schon! Oh, ich bin noch ein Handtaschentieb. Ich habe hier zack, zack, weg. Die Handtasche schnabuliert. Der Mediziner hat da echt viel rumliegen, der Bursch. Ach, Scheiße. Was denn? Ich bin immer weg. Ich habe nichts da gelassen.
Hier, Metall nehme ich auch noch mit. Steht hier nur rum. Okay, dann haben wir das auch. Nichts zu verbergen. Geh mal hin. Wenn wir nichts zu verbergen haben, machen wir das. Wo ist was zu bereiten? Hä? Da steht's ja. Ja. Na los. Genau. Das ist alles okay. Heya! Heya! Ich weiß nicht, das sind die machen auch Spaß hier, die Dinger da zu machen, jemandem zu helfen. Macht schon Gaudi. Oh, kehrt! Oh. Steck die Waffe! Schnauze. Na? Gracias. Was ist das? Neue Probleme. Ich habe auch gerade ein Pferd gebraucht, muss ich ehrlich sagen. War sehr nett. Ich glaube, ich meins ist weggelaufen wegen dem Koko-Fat. Bin ich noch richtig? Ja. Moment mal. Ich habe Pferdchen, ich gebe am Fluss. Geht's, glaube ich, schneller. Querfeld ein. Guerillamäßig halt, ne? Guerillamäßig. Hier drüben. Oder bisher. Na? Meine Tochter und ihr dämlicher Freund haben sich festnehmen lassen. Einer meiner Helfer war dabei und meinte, dass jetzt noch ein Sargento hierher kommen wird, um Fragen zu stellen. Immer wenn sie einen neuen Idioter hierher versetzen, versucht er aggressiver zu sein als sein Vorgänger. Versteck dich auf dem Boden und sieh dir an, was ich meine. Leute wie die können nur reden. Sie werden mich bedrohen, aber ich denke, ich werde herausbekommen, wo sie Gloria festhalten. Wenn du mich verrückt sagen hörst, heißt das, dass ich es herausgefunden habe. Dann kannst du die Arschlöcher töten. Mach ich. Ich töte die Arschlöcher. Nur für dich, meine Kleine. Nur für dich. Versteck dich auf dem Boden. Auf dem Boden? Die Soldados werden bald hier sein. Ja, lass mich durch. Vamos, versteck dich endlich. Ja, wo denn? Soll ich ihn darauf? Ich sagte, versteck dich, los! Ja! Wie denn? Du hast keinen Dachboden. Versteck mich hinterm Stuhl. Bleib draußen und pass auf, dass wir nicht gestört werden. Versteck mich hinterm Stuhl. Überprüf das Schlafzimmer. Was für ein Drecksloch. Hola, ich bin Sargento Savon. Ich wurde beauftragt, in dieser Gemeinde aufzuräumen. Ah, genau wie der letzte Typ. Viel Glück damit. Ich. Keine Chance, Verräter! Du hast keine Chance. Wisst ihr, wo der Dachboden ist, hey? Alter. Wo kann man sich denn auf dem Dachboden ver... Ach, hier wäre die Leiter gewesen. Ja, das ist jetzt fehlgeschlagen, oder? Mist.
und jetzt? Was machen wir jetzt? Das war blöd. Ah, Scheiße. Du Dummkopf. Meine Tochter könnte überall sein. Ja. Warum hast du das getan? Ich war los, finde sie. Ich habe den Dachboden nicht gefunden, Mann. Gracias a Dios. Sag doch, dass im Schlafzimmer der Dachboden ist. Mädchen. Immer, das war jetzt blöd. Tut mir schrecklich leid. So war das nicht geplant. So, und jetzt? Was mache ich jetzt? Wette, Gloria, sie kann überall sein. Ich werde mal die Nachbarschaft fragen. Ah, toll. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Wer ist in der Nachbarschaft? Hier vielleicht? Ah, shit. Kann man das nicht wiederholen? Nichts zu verbergen, ja. Ich weiß ja jetzt auch nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Wo ist denn die Nachbarschaft? Ich gehe mal zu denen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Guerilleros, da brauchen Hilfe. Schon lauf, Dani. Es ärgert mich jetzt, dass ich dir nicht helfen konnte. Ausgelassen.
Mabuzi? Bist ein Feini. Ja? Wenn diese Tiere Haspel leben. Wie kann ich der Lady denn jetzt helfen? Hier war die... Keine Ahnung, wie ich dir helfen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht. Machen wir als Story weiter. Ich brauche eine Karre. Schaut's auf der Uhr aus. Ich sehe meine nächste Folge. Ciao, ciao.